So, ich bin hier schon fleißig am Aufräumen, Putzen und so weiter und so fort. Hab die Wäsche gerade noch aufgehängt und bin jetzt gerade am Packen gewesen. Und da hat der Postbote geklingelt und mir dieses Päckchen gebracht. Ich wollte euch das jetzt mal gerade zeigen, weil ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Ich mache eigentlich fast, also wirklich nie bei Gewinnspielen mit. Das ist ganz, 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 ganz selten, dass ich da mal mitmache. Und dann hatte bei Instagram war das bei Douglas, da haben sie irgendwie gefragt von wegen, was ist euer liebstes Produkt von Benefit, und da habe ich einfach nur geschrieben Hoola Bronzer mit 1000 Smileys und das war's. Also ich habe da noch nicht mal einen Text oder sowas verfasst, und dann haben die mich auf Instagram angeschrieben ein paar Tage später von wegen, ja, ich gehöre zu den drei Gewinnern und habe jetzt ein Set gewonnen, richtig genial. Dann haben sie mir eine nette Karte geschrieben und hier so ein Douglas Päckchen gemacht, und das wollte ich jetzt mal kurz zeigen. Ich freue mich so sehr, weil ich mache nie bei Gewinnspielen mit und dann gewinne ich auch noch. Das finde ich so cool. Und das Beste ist, es sind Benefit-Produkte, und zwar gleich drei Stück aus dieser neuen Kollektion. Und ihr wisst ja, die Preise von Benefit sind halt echt nicht witzig. Und ich habe hier drei Sachen bekommen. Und zwar einmal das hier, der Bravo Contouring Primer. Für was ist der? Highlighting. Ich glaube, das... Oh Gott, das sieht ja sehr kompliziert aus. Was? Wear underbrow makeup to entering color. Also anscheinend soll das so ein... Anscheinend, wie ich das jetzt verstehe, soll das ein Primer sein, den man auf die Augenbrauen drauf gibt und sie dann eben erst anmalt, dass es irgendwie so ein stärkerer Halt ist. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt vertue. Dann werde ich es auf jeden Fall mal irgendwie in einem Video zeigen. Es sind halt diese neuen Verpackungen, die ganz in Silber sind. Ich finde die mega nice. Und die Dinger sind halt auch echt teuer. Das ist echt unverschämt. Ah, okay. Hier ist so ein Gummibürstchen. Und in der Mitte ist so ein Loch, wo man dann hier unten dreht. Und dann kommt das Produkt raus. Und dann kann man sich durch die Augenbrauen damit bürsten. Okay. Eine absolute Spielerei. Ich meine, ist cool, sowas zu haben, weil... Umsonst gerne, aber hätte ich mir halt niemals gekauft. Das Ding kostet bestimmt um die 20, 25, 30 Euro. So sind die Augenbrauenprodukte ja meistens. Dann Highbrow Pencil. Das finde ich richtig cool. Das ist ja dieser Stift, womit man unter der Augenbrauen highlighten kann. Den fand ich schon immer mega interessant. Allerdings ist der auch super, super teuer. Und meine Schwester findet den auch so toll. Die hat sie sich den mal drauf machen lassen. Die fand den auch so klasse. So sieht der aus. Ja, und der ist hier halt so... leicht rosé, und damit kann man dann halt praktisch unter der Augenbrauen highlighten. Schon echt schön. So, also finde ich nice, weiß ich aber nicht, ob ich es benutze. Da bin ich am Überlegen, weil meine Schwester den so toll fand, ob ich ihr den schenken soll. Ich will das nochmal ausprobieren, ob ich davon irgendwie, weil sie hat, fand es halt so überzeugend, als dass sie aufgetragen wurde, und ich habe das an mir selber noch nie probiert. Und das hier finde ich am allerbesten, weil das wollte ich unbedingt haben, den Cabrow. Ja, aber ich habe es halt einfach nicht eingesehen dafür, was es ist, paar 30, 35 Euro oder sowas auszugeben, ist halt echt krass. Kennt ihr bestimmt auch schon, das ist praktisch diese kleine Pomade hier drinne, wo dann hier drinne die Farbe ist. Jetzt kriege ich es gerade nicht aufgeregt. Oder bin ich... Ah, jetzt, okay. So, hier ist die Farbe drin. Die ist etwas hell. Das ist die Farbe Nummer 3. Es gibt ja von 1 bis 6. Und bei mir ist die optimalste Farbe eigentlich so die 5, würde ich mal sagen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen heller. Ich schaue mal, wie ich mit zurechtkomme. Ansonsten werde ich es... Meiner Schwester brauche ich das gar nicht zu geben, weil die hat sich die Augenbrauen pigmentieren lassen. Ansonsten hoffe ich, dass man das Ganze aufbauen kann. Oder vielleicht halt nochmal mit diesem farbigen Fixierer drüber gehen. Keine Ahnung. Und hier oben ist dann auch das dazugehörige Bürstchen. Und ich muss sagen, die Bürstchen von Benefit sind so mega. Ich habe ja von diesem Set... Von diesen neuartigen sozusagen mit diesem Silber, habe ich mir ja das Augenbrauenpuder geholt, weil ich bin so ein Augenbrauenpudermensch, definitiv. Und da ist ja auch so ein Stiftchen mit dabei, und das ist richtig, 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 richtig gut. Also das gefällt mir so, das ist einfach so fein und dünn, und ja, genau, man könnte es theoretisch so benutzen, oder man kann natürlich dann auch das hier drauf stopseln und dann das ganze Teil hier, jetzt kriege ich schon wieder nicht aufgedreht, strebe in die falsche Richtung. Oder das ganze Ding hier benutzen. Aber ich finde es umständlich. Ja, manche machen das, habe ich nämlich gesehen. Schnell wieder zudrehen. Die trocknen ja gerne aus. Ja. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen, dass ich mal Glück hatte und richtig coole Sachen gewonnen habe. Also dann gewinne ich auch noch Make-up und dann auch noch einer von den teuren Marken, die man sich ja nicht jeden Tag gönnt. Also sehr cool.
Habe ich mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Also, ihr seht, es macht schon manchmal Sinn. Ich denke mir halt immer so, ach, mach doch da nicht mit. Da sind dann schon tausende von Kommentaren. Man wird eh nicht gewinnen, ja. Aber man weiß nie. Man weiß nie. Deswegen, ja. Ich bin ja auch, mache ja auch bald mein Gewinnspiel auf meiner, auf meinem Kanal. Für die 10.000, wenn wir sie denn dann erreichen sollten. Da hatten auch einige gefragt, wann ich den denn on, also wann der dann kommt, direkt wenn die 10.000 erreicht sind. Nein. Der kommt auf jeden Fall um einiges später, weil ich auf extrem viele Sachen noch warten muss und ich zum jetzigen Zeitpunkt, und wir haben heute den 5. Oktober, ich weiß jetzt schon, dass ich auf manche Sachen jetzt aktuell noch 3 Wochen warten muss. 3 bis 4 sogar. Und in 3 Wochen fliegen wir in Urlaub, da sind wir 2 Wochen weg. Das heißt, das Gewinnspiel wird auf jeden Fall erst Mitte, Ende November kommen. Es sei denn, es tut sich irgendwie was komplett verschieben, dass irgendwas total früh kommt, aber ich kann es halt leider nicht ändern. Ich muss auf manche Sachen einfach ein bisschen warten. Das sind auch keine Firmenkooperationen, das sind Sachen, die ich von meinem Geld selber bestellt habe, einfach im Ausland und wo einfach die Lieferzeit so lange dauert. Und dadurch, dass ich halt dann eben 2 Wochen im Urlaub bin, ja, ist halt ein bisschen blöd jetzt, aber die Verlosung wird dafür hoffentlich umso besser. Also ich habe mir doch einiges nochmal ausgesucht und ausgedacht, also... Ja, und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen wird und ja, deswegen lieber noch mal ein bisschen warten und dann kann man eigentlich so kurz vor Weihnachten, was heißt kurz vor Weihnachten, ist jetzt übertrieben, aber so einen Monat vor Weihnachten kriegt man dann vielleicht noch mal ein tolles Paket zugeschickt, deswegen also, ja, dauert noch ein bisschen, aber dafür wird es dann, denke ich mal, umso besser und ja, ich packe jetzt mal weiter und mache hier weiter voran, dass ich vielleicht, ich hoffe, dass ich nämlich ein bisschen früher losfahren kann. Ich hatte ja eigentlich, war ich immer so um 7 rum los, aber ich würde gern früher losfahren, einfach weil es jetzt mittlerweile schon so früh dunkel wird und ich hasse es, Auto zu fahren, wenn es dunkel ist. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn es mal eine kurze, wenn ich mal nur kurz in die Stadt fahre oder mal schnell einkaufen fahre, ist es gar kein Thema. Aber diese weite Strecke ist halt echt ätzend, wenn es dunkel ist. Ich mag das überhaupt nicht. Keine Ahnung. Naja, ich packe jetzt mal weiter. Ich habe jetzt gerade mein ganze Schminke rausgesucht. Bin ja normalerweise so, dass ich damit kaum irgendwas Sachen anreiße. Ich nehme dann irgendwie 2, 3 Hosen mit 2, 3 Oberteile, eine Mascara, ein Puder, einen Abdeckstift, einen Lippenstift und das war's. Und dann das mehr nehme ich nicht mit. Aber wir gehen dieses Mal, ja, wie ich schon erzählt habe, auf die Messe und da möchte ich dann halt eben mir jetzt mich nicht extrem schminken oder sowas. Das jetzt nicht. Aber ich möchte dann da auch nicht so vergammelt rumlaufen, weil pff. Sonst ist es mir eigentlich wurscht, wie ich auf der Arbeit aussehe. Ob ich jetzt eine Jeanshose und einen Pulli anhabe, ist eigentlich wurscht. Aber jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich auf der Messe anziehen soll. Jetzt auch nicht schick oder sowas, aber... Ach, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, was mein Kleiderschrank zu bieten hat. Ihr kennt es bestimmt. Der Kleiderschrank ist voll und man sagt trotzdem, man hat nichts. Es ist typisch. Es ist echt typisch. Naja, ich habe hier auch immer noch meine 2 Schuhe, die ich ja bekommen habe von Reebok. Oh Gott, oh, alte Frau. ich bin immer noch am Überlegen. Also die einen, die ich euch ja gezeigt habe, diese Möchtegern Rose Golden. Also ich nenne die nicht nur so, sondern das stand tatsächlich in der Beschreibung Rose Gold. Total verrückt, weil das ist auf gar keinen Fall ein Rose Gold. Das ist ja wirklich total metallisch. Die werde ich auf jeden Fall zurückschicken, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Ich finde die halt echt mega nice, richtig schön und so weiter und so fort. Aber eigentlich wollte ich vom Urlaub jetzt nicht so eine Ausgabe machen. Also ich wollte wirklich eigentlich für den Urlaub dann das Geld zusammennehmen und dort eigentlich dann eher Sachen holen. Naja, bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Ich habe mir heute, ich war übrigens beim DM auch noch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Ich glaube schon. Da habe ich ja dann die neuen Pinsel geholt. Teilweise, manche waren schon weg gewesen. Beziehungsweise einer war weg gewesen, den ich haben wollte unbedingt. Aber die anderen habe ich noch bekommen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen geholt, die neu sind. Oder beziehungsweise, wo ich gesagt habe, die möchte ich mir mal angucken. Unter anderem war das hier mit dabei. Und zwar von DM Sundance. Das ist ja diese Eigenmarke, wo es ja dann auch, was weiß ich, Sonnenmilch und sowas alles gibt. Und zwar ist es ein Selbstbräuner Tonic allerdings. Ich persönlich komme mit Selbstbräunern überhaupt nicht zurecht. Bei mir sieht es immer orange aus, immer irgendwie fleckig und, und. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Ich habe mich immer vorher gepeelt und gemacht und getan und ich habe das schon mit Cremes ausprobiert, mit Mousse, mit Sprays, mit von ganz teuren Sachen, wo eine Flasche oder eine Tube 30, 40 Euro gekostet hat, bis Sachen, die es in DM gibt. Also alles Mögliche schon durch, wirklich. Genau, jetzt habe ich aber bei irgendeiner YouTuberin, und ich weiß nicht, welche das war, ich glaube, Tamtam,
Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also irgendeine YouTuberin, ich habe mir die letzte Zeit so viel, die letzte, also jetzt am Wochenende so viel anguckt, weil ich ja echt so im Bett lag und einfach fertig mit der Welt war, so krank und keine Ahnung. Auf jeden Fall hat irgendjemand in seinen Favoriten das vorgestellt. Und zwar ist es eben wie so ein Gesichtswasser. Das ist halt richtig flüssig, was man einfach nur auf ein Wattepad gibt und dann kann man sich das ins Gesicht schmieren, Hals, Dekolleté. Und soll das dann, hier steht drauf, dass man so, ich glaube, oh Gott, wo stand das jetzt nochmal? Ich glaube, so 3 bis 6 Stunden oder so, was war das? Je nachdem, was für ein Hauttyp man ist, nach 3 bis 6 Stunden ist dann halt eben so eine leichte Bräune praktisch. Und das fand ich halt mega interessant. Ich weiß nicht warum. Sie hatte nämlich auch gemeint gehabt, dadurch, dass es halt eben Wasser ist und dass man das mit einem Wattepad einfach so leicht auftragen kann und dadurch, dass es einfach ein leichter Bräunungseffekt ist und nicht so ein Ding, wo man irgendwie direkt 8 Nummern schwarzer ist sozusagen. Ja, ist das irgendwie ganz cool in der Anwendung und da habe ich halt die Hoffnung, dass ich eben keine Flecken und so einen Schwachsinn bekomme. Ich habe das jetzt aufgetragen vor ungefähr einer Stunde. Also natürlich bin ich jetzt nicht super, super braun, um Gottes Willen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es einzieht. Aber ich muss sagen, es war sehr angenehm im Auftrag. Das ist, steht auch hier drauf, dass es super schnell einzieht. Ist auch sehr schnell eingezogen und ich glaube, das hat irgendwas mit 2 € oder so gekostet. 2, 3 €. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber sowas in diesem Preisbereich. Und ich bin mal jetzt gespannt. Ich möchte es einfach in den nächsten 2, 3 Tagen noch einmal benutzen. Einfach so ein bisschen aufbauen, bis es mir gefällt, die Bräune. Und dann kann ich es so einmal die Woche oder sowas benutzen. Und das wäre halt echt mega cool, weil ich gehe ja, ich bin ja ein Solariumgänger, also möchte ich auch überhaupt gar nicht irgendwie das jetzt schlecht reden oder so. Was heißt schlecht reden? Solarium ist grundsätzlich schlecht für die Haut. Da muss man sich jetzt nicht drum streiten. Das ist mir auch bewusst. Ich bin aber einfach ein fauler Mensch. Ich, selbst wenn es richtig, richtig krass sonnig draußen ist, bin ich einfach zu faul, mich da 3 Stunden in die Sonne zu knallen. Dafür arbeite ich einfach viel zu viel im Alltag und habe da auch ehrlich gesagt keine Zeit für. Im Urlaub ist es was anderes oder wenn man am Wochenende mal ins Schwimmbad oder an See oder sowas fährt, ist es in Ordnung, dann kann ich es machen, aber nicht im Alltag. Und deswegen bin ich halt einfach jemand, der dann immer gerne mal ins Solarium rennt. Ja, im Winter finde ich es auch ganz angenehm, sich mal aufzuwärmen. Ich hatte eigentlich auch heute vor, ins Solarium zu gehen, aber ich habe das einfach zeitlich alles überhaupt nicht gebacken bekommen. Genau, deswegen hoffe ich mal, also ich war jetzt mittlerweile echt richtig krass weiß wieder, also so richtig weiß. Ich habe wirklich meine hellsten Foundations wieder benutzt, beziehungsweise nicht meine hellsten Foundations, das stimmt nicht, das ist mir eigentlich egal, aber so Abdeckstifte und sowas habe ich wieder ganz, ganz helle benutzt und da habe ich schon gemerkt, okay, du solltest mal was machen und da habe ich mich an das erinnert, nämlich, und deswegen werde ich das jetzt machen oder werde es die nächsten Tage mal verwenden. Ja, und so sieht es hier bei mir immer aus. Ich suche dann einfach so Sachen raus, die ich dann halt eben jeden Tag verwende. Das ist dann wirklich dann, keine Ahnung, ein Lidschatten, beziehungsweise 2 Lidschatten, einen hellen, einen braunen, eine Foundation, irgendwas zum Setten, ein Concealer, ein Puder, Hoola Bronzer, ein Highlighter, Augenbrauenprodukt, das ist das, was ich euch gerade erzählt habe. Mega, ganz große Liebe. Also von jedem Produkt eins. Beim Mascara bin ich mir auch nicht sicher, ich werde aber auch nur eine mitnehmen. Und 2 Lippenstifte. Ich habe mich jetzt diesmal für Lippenstifte entschieden, weil ich was Neues ausprobieren möchte. Und zwar bin ich richtig verrückt, Leute. Ich habe mir heute, ich habe mich echt von sämtlichen Bloggern und so weiter voll anfixen lassen. Das habe ich vor Monaten schon in den amerikanischen Vlogs beziehungsweise auch in Videos gesehen. Und zwar hat L'Oreal so neue Goldprodukte rausgebracht. Also die Verpackungen sind alle schwarz-gold. Da gibt es verschiedenste Farben, verschiedenste Designs und so weiter und so fort. Und unter anderem haben sie jetzt einen goldenen Lippenstift rausgebracht. Und den habe ich schon bei den amerikanischen YouTubern gesehen und mir gedacht, so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das hat wirklich noch keine Marke und das sieht so toll aus. Und zwar ist es wirklich Gold. Also man kann es nicht anders sagen. Man kann den natürlich Single auftragen. Das ist natürlich was für Mutige oder zu einem bestimmten Look. Ich persönlich, oder das habe ich auch bei anderen gesehen, die haben sich irgendeine Lippenstiftfarbe draufgegeben und das Gold leicht drüber, komplett oder nur in die Mitte. Und es sah mega aus. Es sah richtig, richtig gut aus. Und das habe ich jetzt vor, mit Nude-Tönen zu machen. Ich habe hier von Trend It Up meine 2 Lieblinge. Das sind diese Matt, Ultra Matt Lipsticks. Die Farbe 20 und die Farbe 10. Und das mit dem Gold würde ich dann einmal ausprobieren. Gerne einmal komplett oder nur in die Mitte. Ja. Bin ich halt echt richtig angefixt worden, schon vor vielen Monaten, als ich jetzt mitbekommen habe, dass es den jetzt endlich gibt. Und Leute, der hat 10 € gekostet. Das ist so krass für einen L'Oreal-Lippenstift. Das finde ich echt, echt heftig. Also 9,95 €. Ich habe echt
gerade oder vorhin beim DM gedacht, so, ist es euer verdammter Ernst? Kann es jetzt nicht wenigstens 7,95 oder sowas sein? Das ist echt heftig. Heftiger Preis. Deswegen, ich würde mir auch keine anderen Lippenstifte holen. Da gibt es auch richtig schöne Rottöne und so weiter, habe ich gesehen. Aber für den Preis, ganz ehrlich, nein. Das ist jetzt halt wirklich so mal was anderes. Deswegen habe ich den Preis investiert, aber es ist schon krass. Ich habe ja übrigens so eine Payback-Card. Ich glaube, das hat jeder von uns. Also wer nicht, macht es euch. Das ist so eine geile Erfindung, sage ich mal, diese Punktesammlerei. Ich bin da ja voll obsessed mit. Dadurch, dass ich ja leider Gottes öfteren mal beim DM bin und eigentlich auch sehr oft im Rewe und Co. einkaufe, ich zeige immer meine Karte vor. Und die letzte Zeit habe ich ja ein bisschen mehr eingekauft. Und jedes Mal, wenn ich so viel eingekauft hatte, habe ich immer irgendwelche Coupons gehabt mit zehnfach Punkte sammeln. Und ich hatte ja erst vor kurzem 15 Euro eingelöst gehabt. Also da habe ich so viele Punkte, 1500 Punkte gesammelt gehabt und habe dann 15 Euro eingelöst. Und habe ich vorhin im DM stand ich da und habe gedacht, so, ach, guck doch mal deinen Punktestand an, vielleicht kannst du ein bisschen was einlösen, weil ich schon, ich habe nicht viel gekauft, wirklich. Ich habe nur ein paar Sachen, ein paar Wattepads nachgekauft, die Pinsel eben, diesen Tonic, was ich euch gerade gezeigt habe, dieses Selbstbräunungszeug und das hier. Aber das sind halt, gerade das hat es ausgemacht und ein paar von den Pinseln waren halt schon ein bisschen teurer. Und habe ich mir gedacht, so, ach komm, wenn ich jetzt so vielleicht 5 Euro einlösen kann, wäre doch ganz nett. Ich hatte eiskalt wieder über 1500 Punkte. So heftig. Ich konnte wieder to also 15 Euro einlösen. Das war natürlich mega nice. Da hatte ich im Endeffekt, habe ich glaube ich so fast 20 Euro nur noch gezahlt. Das fand ich so richtig genial. Deswegen, ich liebe diese Punktesammlerei. Wenn ihr das noch nicht macht, macht es. Wirklich, das lohnt sich so, so sehr. Und ja, ich mache jetzt hier mal weiter. Ich bin halt die ganze Zeit im Überlegen, wie ich mich schminken soll für die Messe, ob ich mich überhaupt so schminken soll, ob sich das überhaupt rentiert. Keine Ahnung. I don't know. Ich bin noch so am. Ich bin immer so. Ich nehme lieber mal einen Lippenstift zu viel mit oder Mascara zu viel mit, als am Ende dazustehen und als Einzige irgendwie wie so ein, keine Ahnung was rumzulaufen, die sich nicht fertig gemacht hat. Also ich bin lieber grundsätzlich etwas overdressed als underdressed. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich da jetzt auf der Messe rumlaufen würde und ich wäre halt einer derjenigen, die vielleicht ein bisschen zu sehr geschminkt sind, dann kann ich lieber damit leben, als wenn jetzt alle voll aufgetakelt sind und voll on fleek sind und ich bin die Einzige, die da so gar nicht rumläuft. Damit kann ich überhaupt nicht leben. Deswegen lieber zu viel als zu wenig, das ist eher so meins. Naja, so, ich mache jetzt mal weiter, beziehungsweise pack die ganzen Sachen mal ein. Ich bräuchte nur vielleicht noch irgendwie mal irgendeinen hellen Stift für die Wasserlinie. Ich nehme mal den hier mit. Von Essence, der Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 25. Einfach so ein Beige-Ton, mag ich sehr, sehr gerne. Genau, und das war's. Also, ich habe auch gar nichts Dramatisches mitgenommen. Einfach so die Grundsachen, dass man einfach ein anständiges Full-Face-Make-up hat, aber jetzt nicht hier, ich habe jetzt nicht hier Smoky Eyes und was weiß ich was mitgenommen, sondern einfach so Grundlegendes und wie gesagt, Lippen auch eher in die Nude-Richtung. Vielleicht mit einem Touch Gold, das weiß ich aber noch nicht. Das muss ich erstmal schauen, ob ich das dann letzten Endes für die Messe letzten Endes tatsächlich mache. Weiß ich noch nicht, aber mal gucken. So, genug gequatscht, ich mache jetzt hier mal weiter. Also, bis dann, ciao.